Österreich befindet sich mitten im Winter und das ist auch in einigen Teilen des Landes an der weißen Pracht erkennbar, so wie hier in Graubart an der Mur in der Steiermark. Und so sehr wir uns auch über dieses winterliche Landschaftsbild freuen, so wichtig ist aber auch ein gutes Vorankommen auf freien Straßen und Forstwegen. Heute begleiten wir das Lohnunternehmen Schreibmeier bei der Räumung der Forstwege der Graf Eltzschen Forstverwaltung. Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Hallo, mein Name ist Christoph Ösel, bin 21 Jahre alt, arbeite inzwischen seit fast 5 Jahren beim Lohnunternehmen Schreibmeier in Graubart an der Mur, mache jetzt aktuell Winterdienst und eben im Sommer auch sämtliche andere Arbeiten, Rundballenpressen, Ladewagen fahren, Ackerbauarbeiten, was halt gerade so anfällt. Worauf kommt es beim Winterdienst an? Dass Straßen ordentlich gekrampt sind, dass die Braten nur gekrampt sind, dass man schaut, dass man Ausweichplätze freischiebt. Wenn Verkehrsflächen sind oder generell wenn Gegenverkehr herrscht, dass man halt auf die Autos aufpasst, weil die teilweise doch relativ wenig Rücksicht auf annehmen. Das sind eigentlich so die Hauptpunkte, dass man halt da wirklich schaut, dass alles sauber ist. Das große Problem an Forstwegerahmen ist einfach, du hast meistens nur eine Seite, wo du Schnee hinkriegst. Dann ist es angewahrt, kriegst ihn relativ schwer aus, also an Schneewächten. Und den musst du halt ausarbeiten. Der Traktor hat zwar 8,5 Tonnen, aber es druckt ihn halt doch um und um. Und wenn man da nicht ein bisschen Gefühl für die Maschinen hat, sage ich einmal, geht das oft relativ blöd aus. Also man sollte schon relativ Erfahrung haben, wenn man das Ganze macht. Es ist nicht so einfach. Es schaut einfach aus, wenn es Profis machen, sage ich einmal. Aber es kann oft ganz schön in die Hosen gehen. Wie flexibel und spontan muss man sein im Winterdienst? Im Winterdienst, wenn man das jetzt in der Stadt also für Private und so weiter macht, muss man sehr flexibel sein, weil da kommen die Anrufe oft mitten in der Nacht, wo es einfach heißt, so, aufgehen wir, es hat geschneit, fahren wir. So hat es Forststraßen, da wird eigentlich meistens abgewartet, bis es ausgeschnitten hat und nachher starten wir halt los. Weitere spannende Themen und Videos findet ihr auf unserer landwirt.com-Webseite, auf unserem YouTube-Kanal sowie auf all unseren Social-Media-Kanälen.